Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu PES 2016 und der UEFA Europa League. Das Halbfinale und das Rückspiel Borussia Mönchengladbach gegen AS Monaco. Wir haben das erste Spiel. Mit 1:0 gewonnen und Northeast London ebenfalls 1:0 gegen Olympiakos. Bedeutet, dass wir nun alles geben müssen, um dieses 1:0 zu halten. Es geht los mit dem vielleicht, naja, hoffentlich noch nicht dem letzten Spiel für uns in der UEFA Europa League. Ein Finale wartet auf uns und genau das wollen wir jetzt erreichen. Rein geht's in den Borussia Park, in das ja hier im Spiel genannte Konami Stadion. Wer zieht ins Finale ein? Fette Choreo von unseren Fans. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach das sind unsere Gegner am heutigen Tag. Dann die geklonten Schiedsrichter und unsere Mannschaft, die vielleicht bald die beste Mannschaft der Europa League ist. Ja, lasst uns beginnen. Wir haben Anstoß. Das letzte Halbfinale, das Halbfinale-Rückspiel. Wir müssen dann 1:0 verteidigen. Das ist jetzt unser Ziel. Und bitte. Pass durch, Hermann. Oh, läuft doch nicht ins Aus. Bist du deppert. Hier ist Martial. Kein Foul hier. Sauberes Tackling bei Xhaka. Er versucht ihn da durchzuspielen. Hermann! Er wird hier hervorragend bedient. Zentimeter am Tor vorbei. Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Ein Tor, das will schon mal keine Verlängerung geben, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Wendt, haut ihn nach vorne. Durch die Abwehr. Es sieht gut aus. Jetzt springt er den Ball nach vorne. Ja, Mann! Einfach mal weggedroschen. Gegen die Verteidiger, das hätten sie sich doch denken können. Probiert's. Nächste Chance, Gladbach. Machen sie es mit dem feinen Innenspann oder machen sie es mit dem Vollspann? Sollte dann gleich irgendwann demnächst Halbzeit sein. Knallharter Schuss, aber kein Treffer.
Hazard. Das müsste Ecke geben, so ist es auch. Nächste Chance für uns. Und läuft es ganz geschmeidig für uns. Viele Spieler, die die 1 gegen 1 Offensivaktionen für sich lösen. Er hat da überhaupt kein Problem mit. Er nimmt sogar mit 2 Gegnern auf. Das macht er gut, auch wenn der Ball nicht sitzt. Ab auf die Flanke. Wendt. Wendt. Ball vors Tor. Stark angesetzt. Ja, Mann. Kopfball. Und die nächste Torschuss, wenn auch keine große für uns. Und jetzt ist Halbzeit. 0-0 zwischen Gladbach und Monaco. So kann es gerne bleiben. Wir wären im Finale. Stellt euch das mal vor, Finale. Mit Borussia Mönchengladbach. Keine Tore bis hierhin, 0-0. Warten wir ab, was uns in den zweiten 45 Minuten erwartet. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Und vielleicht nächstes Glück. Bisher erfolgreich abschließen. Drimmitsch will laufen, Drimmitsch läuft, Drimmitsch läuft, Drimmitsch läuft, 1-0, leck mich doch am Arsch. Insgesamt 2-0. Finale. Wow. Und fassbar. Finale mit Gladbach. Es ist zum Greifen nah. Top-Pass, ich weiß nicht, wer es war. Ob's Hazard. Nee, Hermann war's. Hermann mit einem genialen Pass. Genial. Anstoß. Das heißt, wieder am Pfiff für Monaco. Und jetzt müssen sie 2 Tore schießen. 2 Tore, um überhaupt ja, weiterzukommen. Mussten sie davor auch, aber jetzt ist schon mal diese Sache mit dem 1-0, mit dem Verlängerung schon mal weg. Wir waren ja nicht dabei, als der Trainer in der Halbzeitpause zu seinen Jungs gesprochen hat, aber wir dürfen nach diesem Treffer feststellen, er hat die richtigen Worte gefunden. Genial. Drimmitsch schafft es derzeit, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Jetzt kann er Drimmitsch, Drimmitsch! Viel zu weit am Tor vorbei. Wie viel nicht? Durch die Mitte, er kommt zum Abschluss und Sie können vom Glück sagen, dass er nicht den Ball im Kasten unterbringt. 2-0 im Moment. Das Ergebnis beider Mannschaften. Oder beider Partien. El Shaarawy. Da geht er alleine. Und der Drimmitsch. Das ist die Chance. Drimmitsch. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Dann sehen 1-1 wir also gleich würde uns im Moment sowas von easy reichen. 2 werden ausgewechselt. 2 neue Leute bei Monaco. Bin gespannt, ob sie ihm noch was bringt. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist doch klar. Einwurf. Ja, man kommt da nicht ran. Xhaka versucht ihn nach innen zu spielen und sie schlagen ihn raus. Schön, wer den Nordwald, 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 das war's. 2-0. 2-0 Borussia Mönchengladbach und damit steht diese fucking geile Mannschaft. Dieses Team steht im Finale der UEFA Europa League. Auf Wiedersehen, Monaco. Es war schön mit euch. Aber nein, ich glaube, Nordwald war es. Der hat ein bisschen was dagegen gehabt gegen euch. So easy kann Fußball sein. Und damit steht es hier in der 83. Minute 2-0. Und damit bräuchte Monaco 3 Tore.
das war ebenfalls eng. Erste eigentlich, ja wirklich eigentlich die erste große Torschuss von Monaco. Einfach ab. Sehr solid. Fällt einfach ab. Ricardo Carvalho. Der AS Monaco. Zurzeit. Jawohl! Finale! Wow! Finale! Unfassbar! Wir haben etwas erreicht, was es so eigentlich in Wirklichkeit kaum zu erreichen gibt. Gladbach im Finale. Ebenfalls im Finale. Northeast London, die haben 4:1 gegen Olympiakos gewonnen. Im Endergebnis sind das dann 5:1 Tore für Northeast London. Und ja, das heißt, Finale spielen diese beiden Teams und ja, hier ist schon das Finale. Borussia Mönchengladbach gegen Northeast London, das Endspiel. Ja, wo findet es denn statt? Ich weiß es gerade gar nicht. In St. Jakob Park. Da findet dieses Jahr das Finale statt. Ja, das seht ihr dann alles nächste Woche. Dann gibt es hier das große Endspiel. Das Finale der UEFA Europa League. Wer setzt sich Europas Krone auf? Borussia Mönchengladbach oder Northeast London? Nächste Woche erfährt es hier live bei uns. Was heißt live? Ja, im Video halt. Genau, gleiche Zeit, gleicher Tag hier bei uns. Und das solltet ihr nicht verpassen. Bis nächste Woche. Bis zum Endspiel. Wir sehen uns. Ciao.